Ja, moin Jonas. Erstmal die Frage, wie geht's dir und wie hast du die Vorbereitung bis hierhin überstanden? Hi erstmal. Ja, mir geht's gut. Die Vorbereitung war zwar anstrengend, aber hab sie gut überstanden, ohne Verletzung, jedes Training mitgemacht. Ja, alles gut. Nun war denn ja die Pause ein bisschen länger als gewohnt. Wie hast du die spielfreie Zeit im Winter so genutzt? Ja, ich muss sagen, ich hatte ja gar nicht so lange frei. Ich habe die letzten 3 Wochen noch, oder da, wo die Jungs schon im Urlaub waren, habe ich noch bei der U23 rangehängt, weil ich mich einfach noch nicht so gefühlt hatte, dass ich Urlaub brauche. Und mit den Jungs hat Spaß gemacht. Wir haben noch ein paar Punkte gesammelt. Ja, für mich war es eine normale Winterpause, außer dass halt kein Fußball lief. Ne? Nun hast du ja in den Vorbereitungsspielen recht viele Minuten bekommen, standest ja zum Beispiel gegen Cluj auch in der Startelf. Wie wichtig ist das jetzt für dich, nachher eher weniger Einsatzzeit in der zweiten Liga, in der Hinserie jetzt wieder regelmäßiger auch bei den Profis zu spielen? Das ist natürlich schon wichtig, um halt einfach Sicherheit zu sammeln, auf der Position auch und einfach über Spielminuten. Das ist nochmal ein anderes Niveau als in der Regionalliga, auch wenn die 3 Spiele mir super geholfen haben, als ich da war. Aber ist schon sehr wichtig, ja. Nun geht's ja endlich wieder los. Was hast du dir persönlich, aber ihr auch als Mannschaft, euch für die anstehenden Aufgaben vorgenommen? Ja, ich persönlich hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt, einfach so viele Einsatzzeiten wie möglich zu bekommen und mich immer wieder anzubieten. Und als Mannschaft, wir wollen natürlich gut reinstarten. Jetzt nach so einer langen Zeit ist das super wichtig, das erste Spiel gut zu gestalten. Und ich glaube, wir brennen alle. Wir wollen alle, dass es wieder losgeht. Und ja. Zum ersten Spiel kommt jetzt Greuther Fürth ins Holsteinstadion. Im Hinspiel gab es ein 2:2 Unentschieden. Sie stehen auch in der Tabelle nur 2 Plätze hinter euch. Kann man sagen, dass das ein Duell auf Augenhöhe wird? Ja, das würde ich schon sagen. Ist halt ein Absteiger. Ich sag mal, am Anfang hatten sie jetzt nicht so die Punkte eingefahren, wie sie vielleicht erhofft hatten. Aber jetzt die letzten Spiele waren gut von ihnen. Und nach so einer langen Pause, glaube ich, werden die Karten auch zum Teil wieder neu gemischt. Und ich würde schon sagen, dass ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ja, lange Pause, du sprichst es an. Nach mehr als 2 Monaten Pause heißt es jetzt zum Rückrundenauftakt Heimspiel im Holsteinstadion. Wie groß ist das Kribbeln und die Vorfreude? Ja klar, für mich riesig. Ne? Es gibt nichts Besseres, als hier im Holsteinstadion zu spielen. Ich denke, es kommen auch viele Fans und ja, da hat man jetzt lange drauf gewartet. Ja. Wenn du dir eine Überschrift für den Spielbericht am Samstag aussuchen dürftest, wie würde die Schlagzeile lauten? Boah. Ich hätte auch nichts gegen Jonas Sternstunde nochmal. Dann hoffen wir auf eine weitere Sternerstunde am Samstag und auf ein gutes Spiel. Bis dahin. Bis dann.